Fahrradfahren in der Karlstraße, das ist für viele Augsburger Radler nicht selbstverständlich. Denn den Abschnitt zwischen Grottenau und Hoher Weg halten viele einfach für zu gefährlich. Doch das soll sich jetzt ändern. Die Stadt will die Lücke in der Ost-West-Radachse schließen und hier einen Radweg bauen. Für die Radfahrer ein längst nötiger Schritt. Die Achse Grottenau-Karlstraße-Pilgerhausstraße ist für Radfahrer eigentlich die einzige schnelle und direkte Verbindung durch die Altstadt. Aufgrund der Verkehrsstärke und der gefahrenen Geschwindigkeiten sind hier nach allen gültigen Richtlinien, Empfehlungen, Radverkehrsanlagen, also Radstreifen oder bauliche Radwege erforderlich. Also der Radler kann hier eigentlich nicht im Mischverkehr auf der Fahrbahn mitschwimmen. Von dem her aus ADFC-Sicht ist das ein ganz wichtiger Lückenschluss im Radwegenetz der Stadt Augsburg. Los geht's ab dem 5. August auf der Nordseite der Karlstraße. Bis November soll diese Seite fertig sein. Im nächsten Jahr folgt dann die Südseite. Für die Autofahrer wird es während des Umbaus mit nur einer Fahrspur zwar eng, der Radwegebau soll aber trotzdem nicht mehr aufgeschoben werden. Wir haben uns das sehr, sehr lange überlegt, ob in der Zeit, wo so viele Baustellen in der Innenstadt sind, ob wir dies machen sollen. Aber die Sicherheit der Fahrradfahrer, und das Fahrrad ist ja insbesondere zwischen Frühjahr und Herbst eines der wichtigsten Verkehrsteilnehmer, dass wir hier die Sicherheit schaffen. Wer das Verkehrsaufkommen hier in der Karlstraße kennt, weiß, dass sich viele unsichere Fahrradfahrer schwer tun. Und deswegen müssen wir zur Sicherheit der Fahrradfahrer diesen Fahrradweg anbieten. Ab August gibt es also noch eine Baustelle mehr in der Innenstadt. Für die Sicherheit der Fahrradfahrer ist der Ausbau aber dringend notwendig.